Hey und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Gut, dass ich ja im letzten Part oder nach dem letzten Part gespeichert und aufgehört habe. Denn wir haben im letzten Part nicht nur ein neues Lied für die Ocarina erlernt, sondern auch den Fanghaken bekommen. Nicht verwechseln mit dem Enterhaken. Leute, denn der Enterhaken ist ein ganz anderes Item als der Fanghaken. Was ist der Unterschied? Der Enterhaken ist viel länger als der Fanghaken. So. Hätten wir das einmal erklärt? Denn ihr erinnert ihr euch sicher noch an diese eine goldene Skulltula, die wir ja mal gesehen haben, aber noch nicht wirklich ran konnten. Liegt halt daran, dass wir den Fanghaken damals nicht hatten und damit kommen wir viel besser daran. So. Aber jetzt sollten wir zu den verlorenen Wäldern, denn ich glaube, ich habe ja einen kleinen Fehler gemacht. Beziehungsweise ich habe es vergessen. Wie man bei diesem Typen da vorbeikommen kann. Und zwar müssen wir, glaube ich, Salias Lied bei ihm spielen. Waren wir auch schon überall. Ich weiß, es ist ziemlich anstrengend, das Hin- und Hergelatsche. Obwohl, nee, wir könnten ja eigentlich diese Quest mit Epona machen. Ja, das machen wir. Das ist gar keine so schlechte Idee. So, wir müssen erstmal die Nacht zum Tag machen. Erstmal gucken. Wir haben ja im letzten Part die Hymne des Sturms erlernt. Damit können wir jederzeit einen Sturm entfachen. Rechts, runter, hoch. Okay. Bald erlernen wir sehr, sehr schlimme Lieder, die ich mir absolut nicht merken kann. So, erstmal zur Lon-Lon fahren. Muss ich erst mit diesem Typen da reden. Nein. Ich glaube, ich muss jetzt Eponas Lied spielen. Hoch, runter, hoch, links, rechts. Okay. So bekannt vor. Ah.
Ich dachte, das geht so, dass man den Typen da ansprechen muss. Ich dachte, man kriegt Epona. Ja. Wie ging das mit Epona nochmal? Ich hab's komplett falsch gespielt. Ich will Epona. Ah, jetzt fordert er mich heraus. Wir sind jetzt Erster. Okay, das war's. Nee, ich glaube, der fordert mich nochmal raus. Nein! Ich hoffe nur, der mächtige Ganondorf erfährt nicht von dieser Demütigung. Hey, du wärst mit einer Revanche. Gewinnst du? Gehört das Pferd dir? Genau, jetzt kriegen wir bald Epona. Oh oh. Nein. Ach! Bullshit. Alter, wie er sich eiskalt mir in den Weg stellt, dieser Betrüger. Aber jetzt habe ich einen Lauf. Hopp, hopp im Galopp. Okay, jetzt fordert er mich nochmal raus. Okay. Wir müssen schön brav in der Innenbahn bleiben. Ja, gut. Super gemacht, Epona. Genauso hätten wir es machen müssen. Wie kann das sein? Ist das wirklich Epona? Wie ist es dir gelungen, das Pferd hinter meinem Rücken zu zähmen?
Ich wollte die Bohne dem mächtigen Gandorf zum Geschenk machen und habe ich sie beim Pferderennen verloren. Vermaledeit. Gut, so sei es denn. Ich halte mein Versprechen, das Pferd möge dir gehören. Nur, die Farm darfst du mit ihr nicht verlassen. Wir verlassen die Farm mit ihr. Alter! Epona macht keinen Scheiß mit mir. Denn ich bin mir relativ sicher, dass... Ich wollte nicht da hinreiten. Epona, please. Bring über dieses Hindernis. Ups! Schon sind wir weg. Mit unserem treuen Pferd. Epona. Epic Fail. Ich wollte drüber springen, eigentlich. Und jetzt sind wir sogar ein bisschen schneller unterwegs. Das ist auch gut so. Hätten wir auch diese Nebenquest. So, da packe ich erstmal Epona. Also bis später. Ein treues Gestüt. So, jetzt wieder zurück zu den verlorenen Wäldern. Die Lappen sind ja auch wieder da. Den Rubin. Okay, zurück zu den Lost Woods. So. Das ist Epron das Lied. Ups. Ich muss noch mal nachgucken. Salias Lied. Runter, rechts, links, okay. Diese Melodie? Salia hat sie geschrieben. Sie kennen Salia? Das Lied. Salia hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Nun gut, ich vertraue dir. Komisch, irgendwie erinnert er mich an jemanden. Ach ja, die Lost Woods. Waldlichtung. Warte mal. Es vibriert gerade voll heftig. Das heißt, hier müsste ein Secret sein. What the?
Ah, die sind die stärkeren Variante der Wölfe, oder? Tja, so viel zum Thema stark. Oh oh, ich glaube, ich erinnere mich, dass das jetzt, was jetzt auf mich zukommt, ganz klar. Ab hier wird es ziemlich eng. Ja, gut. Fuck. Genau, da waren diese Gegner. Ich glaube, man kann die auch rumlegen. Glaube ich. Nee. Doch. Warte ich eben. Hey, Bro. Bist du blind? Fuck. Normalerweise erledige ich sie so. Schnell dahinter. Schnell hoch. Rüber gucken. Ah, ich dachte, das geht sich aus. Dich um. Muss ich aber in die Mitte rein, ne? Und schnell rein. Ich glaube, den kann ich umbringen. Ich warte. Okay.
komme ich jetzt an dir vorbei? Ach so, ich muss mich da irgendwie vorbeimogeln. Verstehe. Oh, das war jetzt ein gegenseitiger KO. Schade. Aber jetzt erlernen wir ein neues Lied. Aber Salia ist verschwunden. Ah, du bist es. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, das sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Menuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Oh. Okay, das geht ja noch. Ich habe noch viel, viel schlimmere Lieder in Erinnerung. Ich habe doch nach rechts gedrückt. Nach links. So. Du, du, du. Du hast das Menuett des Waldes erlernt. Danke dafür, Sheik. Tommy, wir werden uns wiedersehen. Jetzt haben wir sozusagen einen Porter hierher. So, damit können wir hier hoch. Und dann betreten wir den vierten Dungeon. Aber ich würde mal sagen, es ist eine gute Stelle, erstmal hier ein paar zu beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal hoch da, wenn ein Daumen runter. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder hier in The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Bis dann und ciao.